Hi, hallo, ich bin's Alena. Heute habe ich für dich wieder eine Putzmotivation und zwar Putz mit mir, Putzen für Faule. Ja, das kann auch mal vorkommen. Ich habe in den letzten Tagen wieder super schlecht geschlafen, nicht richtig durchgeschlafen, ewig lange konnte ich nicht einschlafen. Dementsprechend müde und platt bin ich auch, aber es musste natürlich doch ein bisschen was im Haushalt erledigt werden. Und ich dachte mir, ich nehme dich einfach mal mit, wenn ich einen faulen Tag habe, es aber trotzdem sauber und ordentlich haben will. Zumindest ordentlich, ne? Tiefengründlich, Großputz machen wir heute nicht. Da sind wir realistisch, das funktioniert bei mir heute nicht. Ich war noch schnell einkaufen und musste natürlich die Sachen wegräumen. Ich war in der Drogerie, dieses Mal bei DM und ich war noch Obst und, ja, Obst kaufen. Genau, nur Obst, kein Gemüse. Gemüse hatten wir noch. Ich habe nur mal schnell noch fürs Wochenende ein bisschen Obst nachgekauft. Wir haben jetzt im Sommer einen sehr hohen Obstverbrauch. Ich möchte aber dann auch nicht so große Massen kaufen, damit die einfach ja keine Fruchtfliegen anziehen etc. Außerdem habe ich mir einen Wasserfilter geholt. Einfach um unser Trinkwasser zu filtern. Ihr wisst ja mittlerweile, dass wir eigentlich nur Leitungswasser trinken und das dann eben gelegentlich in unserem Wassersprudler eben einfach aufsprudeln. Und ich habe mir gedacht, ich investiere jetzt einfach mal ein paar Euro in einen Wasserfilter und guck mal, wie ich das so finde. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal was davon getrunken und ich muss sagen, es schmeckt doch anders. Und ja, genau. Verpackungsmaterial muss natürlich auch weg, so ist das. Und den Einkauf möchte ich auch aufräumen. Der fleißige Zuschauer wird feststellen, Alena hat schon wieder die Schränke umorganisiert. Und damit ich euch nicht das 12.000. Video davon zeige, habe ich das ohne Kamera gemacht. So schaut es aktuell unter oder in unserer Kaffeebar aus. Und auch die Snacks für den Kleinen jetzt einfach übers Wochenende und außerdem auch für mich einfach auch schnell aufgeräumt. Ich bin jetzt mittlerweile von der normalen Sahne, die ihr noch in unserem Food Hall gesehen habt. Oder habt ihr die im Food Hall gesehen? Ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle habe ich jetzt endlich auch bei unserem DM die Sojacreme gefunden. Sie haben sie endlich bestellt. Und warum ich hier so viele kleine Playmobil-Tüten habe, schlaue Mami baut vor. Der nächste Adventskalender muss mit Sicherheit gebastelt werden. Und da nehme ich solche kleinen Tütchen immer wieder gerne mal mit, einfach schon für den Adventskalender. Ich habe dann, wie gesagt, erstmal in der Küche das ganze Zeug weggeräumt, was in den letzten Tagen einfach liegen geblieben ist. Und auch hier von Organic Basics habe ich Unterwäsche zugeschickt bekommen. Wunderschön, trägt sich 1A. Ich synchronisiere das Video jetzt ein paar Tage später. Und diese Unterwäsche ist natürlich bereits gewaschen und ich habe sie auch schon getragen. Und das Tolle ist, bei diesen ganz normalen Unterhosen, sie drücken sich nicht ab, wie es viele andere tun, unter der Jeans, unter einer dünneren Hose. Also ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Es ist eine unbezahlte Werbung. Alle Infos und den Rabattcode findest du natürlich in der Videobeschreibung. Ich habe auch wieder, nachdem ich oder während ich unsere Küche wieder umorganisiert habe, auch wieder einiges an Gläsern gehabt, die ich einfach zu viel hatte, die ich nicht mehr brauche. Und somit habe ich alles in meinen Korb gepackt fürs Recycling. Nun fange ich aber wirklich an, dass ich noch ein paar rumstehende Sachen einfach in den Geschirrspüler räume, von der Arbeitsplatte noch direkt wegräume und das Mittagessen, was da steht, das ist für meinen Mann. Das ist schon fertig verpackt. Das muss er sich nur noch holen. Mein Mann fällt 3 Schritte aus der Haustür und steht auf der Arbeit. Also ich kann vom Küchenfenster meinem Mann beim Arbeiten zugucken. Hat ja auch was für sich, ne? Ich putze mit meinem DIY-Allzweckreiniger jetzt mal ganz schnell die Küchenarbeitsplatte ab und betreibe noch so ein bisschen Spot-Cleaning in der Küche, also an den Stellen wie zum Beispiel am Ofen, wo ich einfach Fingertapsen sehe, ein paar Flecken sehe. Da wische ich jetzt einfach mal ganz schnell drüber, damit es auf den ersten und auch auf den zweiten Blick einfach ordentlich und sauber ist. Aber ich mache jetzt heute wirklich nur mal so eben schnell das Allerwichtigste. Die Sachen von der Kaffeemaschine, wie ihr gesehen habt, die war auch nicht wieder wirklich so 1A sauber. Die habe ich dann noch in den Geschirrspüler geschmissen und habe den dann auch angestellt. Da ich gestern, bevor ich dieses Video gedreht habe, auch mein Hydrokulturpflanzenvideo gedreht habe, also wie man Pflanzen von Erde
auf Hydrokultur umstellt, sieht mein Spülbecken in der Küche natürlich noch ein klein wenig aus. Das musste ich dann natürlich auch richtig sauber machen und auch einmal richtig schön abschrubbeln. Den Schwamm, den ich dazu habe, ich glaube, wo habe ich den denn her? Ich glaube, der ist auch von DM. Den kann man immer wieder verwenden und waschen. Finde ich super, den kann man auch mit in den Geschirrspüler mit reinschmeißen. So steht es direkt auf der Packung hinten drauf. Und der ist auch aus nachhaltigen Rohstoffen gemacht. Ich habe es jetzt echt vergessen, ganz ehrlich. Also ich bin so müde gerade im Moment. Es tut mir leid, wenn ich mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern kann. Ich habe dann der Küche einfach noch schnell den letzten Schliff verpasst. Und dann konnten wir uns auch schon direkt ins Büro begeben. Bevor wir aber jetzt dann gleich ins Büro hüpfen, habe ich natürlich noch schnell Spot Cleaning unterhalb der Kaffeebar betrieben und dann natürlich auch den Küchentisch abgewischt, denn ihr wisst, das ist auch noch so eine große Fläche, die ich immer sauber haben möchte, weil es dann immer gleich viel sauberer und aufgeräumter wirkt. Und der Kleine hat Wasserfarben gemalt, das musste ich dann natürlich auch noch aufräumen, damit er einfach ja beim nächsten Mal wieder schön weitermalen kann und ich Ordnung in meiner Küche habe. Nun können wir auch schon ins Büro gehen. Im Büro ist es eigentlich im Großen und Ganzen recht ordentlich und sauber gewesen. Allerdings hatte ich auf meinem Schreibtisch ein paar Kaffeeflecken, die musste ich wegmachen. Und mein Computer lädt gerade übrigens nebenher noch ein anderes Video hoch. Drum habe ich dann nur schnell von oben einmal kurz über den Laptop abgewischt. Und wie ihr sehen könnt, der Rest ist im Großen und Ganzen alles an seinem Platz aufgeräumt. Das heißt, hier war heute nicht mehr zu tun. Und wir sind doch gleich ins Wohnzimmer weitergegangen. Was ich auch sehr gerne mache, wenn ich so einen faulen Putztag in Anführungszeichen habe, also so eine faule Minute und jetzt nicht gleich Großputz ausatmen lassen möchte, ich mache auch meinen Heribert an. Das ist mein ja, selbstreinigender Bodenstaubsauger. Und den habe ich dann einmal quer durch die Wohnung gejagt, durch knapp 100 Quadratmeter. Der hat mir somit das Saugen abgenommen. Nebenher hat er noch ein bisschen Lego eingesaugt, das musste ich dann mal schnell rauspopeln und das mal alles wieder an seinen Platz räumen, denn ich habe für den Kleinen die Ritterburg und das Trollschiff von Lego aufgebaut und das steht jetzt da unten auf dem Boden, können wir demnächst wahrscheinlich wieder abbauen. Spot Cleaning natürlich auch im Wohnzimmer, heißt Wohnzimmertisch, da sind wieder ein paar Kakaoflecken dran und es hat sich ein bisschen Staub gesammelt und dann räumen wir nachher auch noch die ganzen Sachen von der großen weißen Kiste weg. Tablet musste ich auch mal wieder abwischen, denn ne, gerade jetzt so Flecken, Fingertapsen. Ihr wisst es ja, auch meine Glasvitrine war wieder mal zum Saubermachen, die ganzen Fingertapsen ab. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, doch noch ein Teil mehr aus der Vitrine rauszunehmen und das dann auch wirklich ja, zu entsorgen, also auszusortieren. Diese kleine falsche Pflanze, das ist die ist nicht echt, der Rest, der da drin steht, ist echt. Allerdings jedes Mal, wenn meine kleine Alocasia drei Blätter hat und dann ein neues Blatt schiebt, stirbt immer ein Blatt ab. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. So ist das aber wahrscheinlich bei Alokasien. Sind nicht meine Pflanzen, vermute ich. Und genau, das ist auch die einzigste Alokasia, die ich haben werde weiterhin. Gleich geht's dann auch ins Kinderzimmer, denn wie gesagt, im Wohnzimmer war auch nur das Allernötigste zu erledigen. Ab ins Kinderzimmer. Wie ihr sehen könnt, da unten steht das Lego. Und ich habe aber erstmal das Bett gemacht vom Kleinen, denn das hatte ich noch nicht erledigt und ihr wisst ja, solche Sachen erledige ich immer ganz gerne. Denn auch wenn man gleich das Bett macht, ihr werdet sehen, da sieht der Raum gleich viel aufgeräumter und ordentlicher aus. Und ich habe mich heute auch mal entschieden, dass ich die Tagesdecke, die ich selber gemacht habe, für unseren Kleinen einfach mal andersrum hinlege. Es ist ja eine Wendetagesdecke, also die kann man auf zwei verschiedenen Seiten einfach benutzen. Die habe ich komplett selbst genäht und wenn du mein Kinderzimmer Roomtour-Update gesehen hast, dann kennst du das bestimmt. Ich hatte auch wieder Wäsche, die wegzuräumen war. Die Sachen vom Kleinen räume ich jetzt direkt gleich
dahin, wo sie hingehören. Jeanshosen rolle ich mittlerweile nur noch, also die langen Hosen, die kurzen mittlerweile nicht mehr, die falte ich nur noch dreimal und packe sie dann dahin, wo sie hingehören. Mehr war dann auch nicht im Kinderzimmer zu erledigen und im Schlafzimmer, ja, geht's dann auch gleich weiter. Im Schlafzimmer steht ein Parkdeck vom Kleinen, das habe ich jetzt dann im Anschluss auseinandergebaut und auch weggeräumt. Und hier auch in unserem Schlafzimmer musste die Wäsche weggeräumt werden und ich habe dann noch schnell die Tagesdecke vom Bett wieder richtig hingezogen. Also diesen Überwurf, besser gesagt, unten, diesen, ja, der verhindert, dass man unter das Bett gucken kann. Der war ein bisschen schrumpelig, krumpelig und das musste ich natürlich auch erledigen, damit es wieder einigermaßen in Ordnung aussieht. Das Schlafzimmer, Room Makeover, habe ich jetzt immer noch nicht gemacht. Schande auf mein Haupt, mir fehlt noch die zündende Idee. Also wenn du eine Idee hast, dann lass sie mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Heribert war der Meinung, er kommt mal gerade gar nicht klar. Ich glaube, der hat auch nicht richtig ausgeschlafen. Er hat dann von mir noch schnell einen kleinen Schubs gekriegt und dann ging es auch schon weiter. Normalerweise hängt er sich nämlich nicht an den Teppichkanten fest, aber irgendwie hatte der heute auch einen sehr lustigen Tag. Kinderzimmer ordentlich, Wohnzimmer ordentlich und dann können wir auch gleich weitergehen, direkt ins Bad. Ach, seht an, ich habe die weiße Kiste vergessen, dass ich noch die Wasserfarben und den Aquariumkescher wieder an seinem Platz räume. Und das machen wir natürlich auch noch schnell, bevor wir dann im Bad weitermachen können. Im Bad angekommen geht's erstmal damit los, dass ich absolut faul bin und die Handtücher, die eh in die Wäsche gehören, einfach mal schnell noch zum grob drüberputzen verwende. Der Spiegel, ihr wisst es, das ist auch nochmal so ein Ding, wo ich immer sehr viel Wert darauf lege, denn der macht's einfach ordentlicher und diese paar Handgriffe im Bad lassen das Bad wirklich sehr ordentlich und sehr sauber erscheinen. Das Waschbecken gehörte mal wieder ausgewischt, natürlich auch der Staub auf unserem oder bei unserem Unterschrank unterm Waschbecken. Das ist echt heute so mal Putzen im Schnellverfahren gewesen und die Händehandtücher gehen natürlich dann, wie du weißt, von meinem weiße Wäsche Video, wie sie weiß bleibt und weiß wird, gehen die natürlich dann bei 60 Grad mit. Ich habe mir dann doch noch einen Putzlappen geholt, um einfach den Rest des Bades noch schnell vom Staub zu befreien. Das sind die Bambuslappen, die ich sehr, sehr gerne verwende. Ihr findet alles aus diesem Video wie immer im ersten Link in der Videobeschreibung auf meiner Amazon-Seite verlinkt. Kostet euch keinen Cent extra, aber bevor ihr jetzt groß fragen müsst, Alena, wo hast du das her? Ihr findet das alles, wirklich alles nach Räumen sortiert, direkt im ersten Link. Staub gewischt wurde, Wäsche hatte ich jetzt keine heute zu erledigen. Das bedeutet, ich habe dann einfach noch schnell die Badewanne einfach von Staub befreit und ausgespült, meinen Wischmopp noch schnell weggeräumt. Wischen war heute auch nicht dran. Falls es mich später noch packt, dass ich doch wischen möchte, dann mache ich das mit meinem Steam-Mop, denn das geht viel, viel schneller und einfach auch zügiger und trocknet um einiges schneller ab. Jetzt war das Wort weg, es tut mir leid, ich bin echt erledigt und geschafft. Auf alle Fälle ging es dann auch noch weiter, dass ich unsere Dusche eingesprüht habe, während die Dusche einwirkt mit meinem DIY-Badreiniger. Das heißt, da ist dann kein großes Schrubben vonnöten. Habe ich natürlich angefangen, auch die Toilette zu putzen, einen Teil wieder rausgeschnitten, denn du weißt, wenn du schon bei mir öfter zu Besuch bist, Toilette putzen ist nicht so meins. Und genau, dann noch schnell das Klopapier aufgefüllt, bevor hier das absolute Chaos ausbricht und der Weltuntergang bevorsteht, weil kein Toilettenpapier mehr im Bad ist. Das ist auch immer, ich weiß nicht, wie es da bei euch ist oder bei dir ist, aber das ist hier der Weltuntergang, wenn Kaffee und Toilettenpapier alle sind. Nachdem ich die Toilette geputzt habe und das Toilettenpapier aufgefüllt und den Rest aufgeräumt habe, kann ich meine Dusche auch schon ausspülen und sie ist kalkfrei, hat den 1A-Abperleffekt und ich habe mir das Schrubben gespart. Deshalb liebe ich meinen DIY-Badreiniger. Falls du wissen möchtest, wie ich diesen Badreiniger, Allzweckreiniger und Glasreiniger mache, dann gib einfach in der YouTube-Suche DIY-Putzmittel Alenas Mom Life ein. Da findest du alle Rezepte zu meinen selbstgemachten Putz- und Waschmitteln. Handtücher gab es dann auch frische. Und dann würde ich sagen, betreibe ich noch schnell eine Runde Recycling, bringe Papier, blub, 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 Papier, Plastik und auch das Glaszeug weg. Und
räume dann auch meine Putzmittel wieder an ihrem Platz. Dann können wir Heribert noch genießen, wie er für mich die Wohnung saugt. Und dann hoffe ich, hat dir dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, deine Alena.